Hallo, liebe Zuschauer. Da ich jetzt in letzter Zeit die Stadt Karlsruhe öffentlich in meinen YouTube-Kanälen sowie in meinen Facebook-Texten oder auch im Infobrief sehr stark kritisiert habe zum Thema Insektensterben und was hier schief läuft mit dem Insektenschutz, speziell eben was meinen Garten angeht, der Permakulturgarten Worfer Zweier, wo vom Liegenschaftsamt als illegal erklärt worden ist, muss ich heute jetzt ein kleines Video machen, wo ich wirklich auch, sage ich mal, hier die Ämter loben muss. Und möchte euch auch noch mal eine Stelle zeigen, an der ich jetzt schon seit Jahren. So, sind das eigentlich auch mal weg. Also, ich muss euch jetzt mal eine Stelle zeigen, wo wirklich einfach geil ist für die Natur. Und das ist eigentlich eine ganz simple kleine Verkehrsinsel, wie man jetzt hier sieht. Das ist ja an sich. Soll ich jetzt hochkant oder wieder quer machen? Ich glaube, Moment, ich bleib mal beim, Entschuldigung, ich bleib beim Hochformat, weil sonst müsst ihr wieder eure Köpfe drehen, um meinen Videos zu folgen. Da hat mich Gott sei Dank ein YouTube-Zuschauer darauf hingewiesen, dass ich mal das Handy lieber in eine Richtung nur halten soll. Das nehme ich jetzt zu Herzen. Also, genau, wir sind wieder beim Loben der Stadt Karlsruhe. Ah, das ist doch geil, ne? Das ist eine kleine Verkehrsinsel, die hier einfach nur, sag ich mal, ein nackiges Erdgranulat hat. Da hat wohl einer auch ein bisschen Ton reingeschmissen, das ist soweit okay. Und wir haben hier wirklich nur ausschließliche Bienenweiden. Das, was hier gerade nicht blüht, ist das Fingerkraut. Das müsste aber wieder anfangen zu blühen. Hier hinten könnt ihr das sehen, da ist es nämlich noch schön in Blüte. Also Fingerkraut ist jetzt natürlich nicht die allerbeste Bienenweide, aber es ist eine Insekten-/Bienenweide definitiv. Und was ich hier besonders toll finde, ist dieser Perovskia-Strauch, die Blauraute. In der Mitte vom Fingerkraut. Und ich denke, wer jetzt diese Flächen mal genauer anschaut, der versteht, wenn ich sage, ja, wir können Insektenschutz hier ganz, ganz massiv betreiben. Weil eine Sache vom Geld ist das nicht. Solche, also ich würde jetzt fast schon diese Anlage hier in die Permakulturbereiche einordnen, weil Fingerkraut ist total, sag ich mal, trockenresistent. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Pflanze, die man stark pflegen muss. Wenn das jetzt mein kleines Äckerchen wäre, da würde ich jetzt lediglich, ja, also ich würde natürlich noch Totholz reinbauen als Wasserspender. Und dann gehe ich da ein bis zweimal mit der Heckenschere im Jahr durch. Und zwar im Frühling und vielleicht nochmal einen Pflegeschnitt irgendwann nach der Blüte. Wobei, das ist fraglich, man kann natürlich auch hier nur ein einziges Mal reinpflegen und muss dann vielleicht nochmal zwischendurch ein bisschen Beikräuter rausrupfen. Und das Fingerkraut, wie gesagt, ist ziemlich robust. Da geht man halt einfach mal mit der Heckenschere ein bisschen drüber und schneidet das wie Cotoneaster oder Liguster wieder ein bisschen zurück. Und bei der Perovskia ist das ganze Ding noch einfacher, weil den ganzen Busch, den ihr da jetzt hier in wunderbarer Blüte seht, das ist für mich eine 3-Minuten-Arbeit. Da gehe ich hin mit der Heckenschere, schnapp mir im Frühling, also wichtig ist, die Stängel müssen alle stehen bleiben, den ganzen Winter über. Und im Frühling, bevor die Insekten in den Flug kommen, gehe ich dann ganz da unten hin mit der Heckenschere und mache einmal Schnipp. Und dann ist das ganze Zeug ab, habe ich in der Hand und dann wird es als Stecklinge gerade in die nächsten Hochbeete reingesetzt und die Pflanze sozusagen weitergeklont. So einfach könnten wir Menschen das Insektensterben mit dem Bereich Nahrungsmangel doch beheben. Die Perovskia Silberstrauch oder auch Blauraute genannt ist einer der wertvollsten Sträucher, die hier Richtung Spätjahr blühen. Man kann natürlich aber auch hier feststellen, dass auch die Perovskia, die ursprünglich eigentlich mal wirklich im Spätjahr blühen hätte sollen, jetzt schon im Juni, Juli in Blüte steht. Toll ist bei der Pflanze, sie ist sehr ausdauernd. Und es ist eine Staude, die halt wirklich immer wieder zuverlässig rauskommt. Und ab einer gewissen Altersstufe bildet sich unten auch ein richtig schöner Knorz, wo dann immer mehr Blüten hochschießen. Man muss nur ein bisschen wissen, wie man sie pflegt. Und wie gesagt, ich gehe im Frühling rein, nehme die ganzen Sträucher so zusammen, schneide sie ab, habe die Stecklinge in der Hand und dann kann sozusagen da unten, ihr seht es ja schon, ich würde mal die Perovskia hier auf 3, 4, 5 Jahre Alter schon einstufen, wegen dem Knorz hier unten. Ich habe bei Kunden Perovskias gesehen, die haben einen handdicken Knorz unten und das wird immer wieder runtergeschnitten und dann treibt das Zeug bis zum geht nicht mehr aus. Jetzt muss ich natürlich die Welt fragen, wenn sowas hier machbar ist zum Insektenschutz. Es ist ja nur in Anführungszeichen echt eine billige kleine Verkehrsinsel. Wieso macht man das nicht überall? Also das da hier ist definitiv weniger Steuergeldverschwendung wie einfach nur eine Grasfläche zu haben, die dann x-mal gemäht werden muss, plus die Bäume, die drin wachsen, auch noch gewässert werden müssen.
Jetzt stellen wir uns halt das nochmal ein bisschen vor mit Thema nochmal Büsche und Baumbewuchs. Also man könnte zum Beispiel jetzt hier in die Mitte, was könnte man da reinsetzen als noch schöne weitere Blühpflanze? Wie wäre es denn mit einer Deutzie oder eine Weigelie? Sieht auch hübsch aus beides. Die Deutzien duften auch sehr schön. Man kann natürlich auch weitere Bienenweiden reinpacken. Also da kann man einfach seine Fantasie auch in Lauf lassen. Man muss jetzt nicht nur das Fingerkraut und die Perovskia nehmen, aber ich finde es trotzdem eine super geile Kombi. Wenn ich jetzt die Stadt Karlsruhe wäre, würde ich zum Beispiel eben einen kleinen Acker mal so machen, die nächste Verkehrsinsel dann wieder anders da. Und wenn wir jetzt nochmal hier in den Vergleich reingehen, weil hier ist ja nochmal eine Verkehrsinsel, dann schauen wir uns die doch auch nochmal genauer an, wie die Wertigkeit hier einzustufen ist. Ja, also hier sehen wir jetzt noch ein Lavendel drin, das ist ausgesprochen gut, also auch hier kann ich nichts kritisieren, noch nicht, das ist ja auch hier alles wieder Fingerkraut, wunderbar, schöne Bienenweide, tipptopp. So, und dann haben sie da eine Zierkirsche reingesetzt. Zierkirschen, ja, das ist Bienenweide, aber hey, ganz hohen Wetterspach ist voll mit Kirschen, das sind Frühlingsblüher, wir brauchen im Spätjahr was. Und da würde zum Beispiel eine japanische Aralie richtig gewinnbringend sein für das Thema Insektensterben, weil die blüht wirklich ganz, ganz spät im Jahr und ist halt so ein Halbbaum. Also das wird nicht besonders groß. Also, zwei Sachen habe ich euch jetzt mal gezeigt, wo die Stadt Karlsruhe hier richtig toll gemacht hat. Und wenn das schon funktioniert, wie gesagt, für mich großes Fragezeichen, warum das nicht überall gemacht wird. Es kostet nämlich weniger Geld und ist fürs Insektensterben einfach genau das Richtige. Alles andere ist falsch und führt eben zum Insektensterben, wo immer schlimmer wird. Und eins kann ich nochmal bestätigen, hier Ende des Videos, das Insektensterben ist bereits so viel schlimmer, wie wir alle hier vermuten könnten. Man weiß auch nicht genau, wann der Tipppunkt dann bei der Geschichte kommt. Bei den Honigbienen sind die Tipppunkte, was Thema Räuberei angeht, eigentlich schon überschritten. Hat aber nochmal andere Gründe. Bis zum nächsten Video. Tschüss.